Ja, Eva Maria Pfeiffer ist mein Name. Nur ganz kurz zu meiner Person. Ich habe mal Biologie studiert. Und ich weiß nicht wie, da war denn in der Biologie jemand, der hat gesagt, ja, wenn Sie Botanik machen oder Ökologie, dann müssen Sie sich den Boden ansehen. Ja, das habe ich denn getan, habe dann in Frankfurt habe ich studiert, Frankfurt am Main, und habe dann eine wunderbare Exkursion mit einem Biologen, der eigentlich Paläobiologe war, in den Tagebau gemacht. Das war klasse, ich habe Böden gesehen, oben, nur die, oben den obersten Meter, und dann die Gesteine darunter, alles junge Sedimente, und habe gedacht, ja Mensch, Pflanzen sind schön, Ökologie ist schön, aber Boden hat auch was. Und so bin ich dann über die Biologie zur Bodenkunde gekommen. Bodenkunde ist also eine Teildisziplin in den Geowissenschaften in Hamburg. Geowissenschaften umfasst alle mathematisch-physikalischen Bereiche, nämlich Geophysik, Ozeanographie, Meteorologie und dann die feste Erde, das sind dann die Geologen, die Hardrocker, die oberen Quartärgeologen, das sind dann die Bodenkundler mit sehr hohem Anwendungsbereich. Dann gibt es noch die Leute, die Geographie machen, Verbreitung von dem Phänomen oder auch anthropogene Aspekte von Gesellschaften, das machen die Anthropogeographen. Die alle versammeln sich in Hamburg unter der Rubrik Geowissenschaften. Aber nur ein Studiengang von diesen vielen Fächern heißt tatsächlich Geowissenschaften. Und das ist der Zusammenschluss der Bodenkunde, der klassischen Geologie und der Mineralogie. Diese drei Fächer, Disziplinen, können Sie in Hamburg also sehr schön studieren. Wenn Sie zum Beispiel etwas anderes machen wollen, Sie wollen unbedingt, ich weiß nicht, Antarktis Hardrock machen, dann würde ich an eine andere Universität gehen. Oder wenn Sie unbedingt Boden aus der Sicht eines Agrarsystems sich angucken wollen, dann gehen Sie auch in eine andere Universität. Da gehen Sie nach Göttingen oder nach Stuttgart-Hohenheim. Hamburg hat den Label Klimawissenschaften. Und Boden ist ein schönes Thema, denn die Änderung von Umwelt- und Klimawissenschaften oder Klima, überhaupt Änderung, dokumentieren sich in den obersten Meter sehr schnell. Und KLEISAT steht für Integrated Climate System Science. Und da kann die Bodenkunde nicht fehlen. Wir haben nun zwei Perioden dieser Exzellenzförderung an der Hamburger Uni hinter uns. Die Physik wird auch exzellent gefördert und wir gehen nun in die dritte Phase der Exzellenzförderung mit dem Schwerpunkt Klimawissenschaften. Und dem Klima können Sie sich von vielen Richtungen her nähern. Von der klassischen Meteorologie, Wetterkunde, sage ich mal, die wären jetzt böse, wenn sie hier wären, oder aber auch vom Boden, das geht auch. Die Biologie kommt bei uns ein bisschen kurz, das ist schade, aber jeder bringt sein Fach mit und ich möchte jetzt heute beginnen, ich habe hier ein bisschen Biologie gemacht, diese drei frechen Ziegen in den Schweizer Alpen gucken sich dieses aufgeschlossene Bodenprofil an, dazu werde ich dann nochmal was sagen und ich hoffe, ich kann am Ende dieser Vorlesung Ihnen tatsächlich etwas abgerungen haben, dass sie sagen, die hatte recht, Boden ist tatsächlich mehr als Dreck. Und deswegen lese ich jetzt los. Was erwartet Sie? Ich möchte einmal den Boden definieren. Ich sehe, Sie sind noch jung, Sie sind wahrscheinlich alle noch Schüler, nicht alle. Aber in der Schule lernt man Boden oder hat einmal das Segment Boden mitzubedienen. Ich glaube in der Biologie, vielleicht auch in den Erdwissenschaften, ich weiß es nicht. Dort ist ein kleines Segment. Wenn Sie dann später an der Uni sind oder etwas in den Bereich der Naturwissenschaften studieren, sehen Sie, dass Boden sehr viel komplexer ist. Komplexer, sagen solche Leute wie ich immer, wenn sie nicht so mit schnellen, kurzen Worten etwas zusammenfassen können. Oder manchmal auch nicht genau wissen. Aber ich kenne mein Medium Boden und deswegen stelle ich Ihnen vor. Und ich will Ihnen auch sagen, was das Wesentliche am Boden ist. Dass Böden nicht nur einfach divers sind und wertvoll, sondern auch schön. Das hat ja jeder. Jeder findet sein Fach besonders toll. Ich bin ja von der Bio gekommen und finde jetzt Böden ganz klasse. Und warum sind sie so wunderschön? Weil sie für uns Menschen Funktionen erfüllen, ohne die wir ganz schön alt aussehen. Ja, und dann möchte ich noch sagen, wo und wie können wir Bodenkunde in Hamburg studieren? Und dann bin ich bei diesem Studiengang Geowissenschaften. Denn das Label Boden taucht gar nicht so offensichtlich aus, da muss man schon etwas in die Tiefe gehen. Also, lassen Sie mich loslegen.
Dies ist leider nicht animiert, das ist schade. hätte ich wissen müssen, weil es eine PDF. Eigentlich sollte ich jetzt nur aufpoppen, ist Boden gleich Dreck? Und natürlich, doofe Frage, beantworte ich mir selber. Wenn Boden Dreck ist, sind dann die Leute, die sich um Böden kümmern, tatsächlich Bodenkundler, sind das auch Dreckskerle? Mm-mm. Nicht nur. Sie sehen an diesem Bild, es gibt viele Frauen, die das mit Begeisterung studieren. Es ist eine interdisziplinäres Fach und deswegen kommen da viele zusammen. Also Boden ist natürlich kein Dreck. Boden ist nämlich ein ganz kleiner Ausschnitt, nämlich die obersten 2 Meter der festen Erdkruste. Bedenken Sie, die kann so 5 bis 40 Kilometer sein, je nachdem, wo Sie sich an der Erde befinden. Und die Gesteine sind durch Verwitterung und Prozesse der Bodenbildung, da gehe ich später nochmal drauf ein, in tolle Horizonte, nämlich Bodenhorizonte, umgewandelt. Und dafür steht dieser kleine Ausschnitt da oben, Boden steht da drunter. Boden ist also der erkennbar durch Bodenbildungsprozesse umgewandelte Bereich unserer festen Erde, der in der Lage ist, Organismen, das kann Mensch sein, das kann ein oller Regenwurm sein, das kann Springschwanz sein, was auch immer, insbesondere aber auch den höheren Pflanzen, ich denke gleich an Nahrungsmittel, als Standort zu dienen. Das wären so schöne Definitionen. Wie entstehen Böden? Hier ist wieder so ein kleiner Körper, den nennen wir Monolith, da gehe ich später nochmal drauf ein, hat auch einen eigenen Namen. Böden entstehen tatsächlich, wenn wir Gestein an der Oberfläche verfügbar haben, Pflanzen, Tiere, Organismen jeder Art. Dann, wenn das Relief vernünftig ausgebildet ist, nicht einfach nur eine flache, sondern wir haben Nord- und Südhänge, Täler und Hänge und Kuppen, all das führt zur besonderen Bodenbildung. Klima als ein ganz wichtiger Faktor. Zeit brauchen wir. Es gibt ganz, ganz kurze Zeiten, wenige Sekunden, zum Beispiel die mikrobiellen Stoffumsätze in Böden gehen sehr rasch. Aber andere, zum Beispiel die Bildung eines mächtigen, humosen, belebten Oberboden, kann mehrere tausend Jahre bedeuten. Und dann kommt noch in den letzten 250 Jahren der Mensch dazu. Der hat im Grunde dieses System schwerst verändert. Und all diese, wir nennen sie Faktoren, steuern die Art und die Intensität der bodenbildenden Prozesse. Das ist auch etwas Eigenes. Deswegen habe ich das fett gemacht und damit, und die sind da verantwortlich, dass wir tatsächlich Bildung und Aufbau unterschiedlicher Böden haben. Man kann das noch feiner ausdrücken, kann eben sagen, Böden sind eine Funktion von Gestein, Klima, Relief, Zeit, Mensch, all das geht da ein und kann dieses auch sehr schön berechnen. Ich will mal 2 Beispiele nennen für Prozesse, da gibt es viele, viele, das würde Stunden dauern, in so ein Detail zu gehen. Ich möchte hier 2 wesentliche Prozesse mal vorstellen, nämlich an diesem Beispiel. Dieser Boden ist ein stark versauerter Boden, er hat einen Namen, wie ich Eva Pfeiffer heiße, heißt dieser Kerl Potzol. Er kommt aus dem Nordosten Hamburgs, nämlich aus dem Naturschutzgebiet Hahnheide. Der ein oder andere kennt dieses Gebiet, es ist ein schönes Waldgebiet und er hat sich im Laufe von mehreren tausend Jahren durch das Zusammenspiel von Umwandlungs- und Verlagerungsprozessen gebildet. Die Stoffumwandlung geht so, dass Streu, nämlich zum Beispiel Nadeln von einem Fichten- oder Kiefernwald runterfallen und diese Streu dann umgewandelt werden zu bodeneigenen Humusstoffen. Das ist dunkles Material. Super wertvoll für alle Organismen, die in dem Boden leben und ist sozusagen die Musik an dem Boden. Die andere Komponente, Stoffverlagern, sieht man in diesem Boden auch. Er hat oben einen helleren Bereich. Ich gehe mal mit der Maus dorthin. Und diesen Bereich meine ich, der ist so aufgehellt. Hier fehlt was. Und diese Stoffe, die hier färbend waren, vorwiegend Oxide, zum Beispiel Eisenoxid, Mangan macht dunkle Farben, und Humus, der ist hier oben ausgetragen worden und landet in diesem Bereich, der hier mit B gekennzeichnet ist. Dort fällt das wieder aus, Verlagerung von oben nach unten. Und diese leuchtenden Farben geben dann wieder, dass das Eisen oder Humus ist von oben und der dann unten wieder ausgefällt wird. Und in dieser Kombination nennt man diese Böden mit dieser Stoffverlagerung von Eisen, Mangan und organischer Substanz,
Pozzol. Die typische Faktorenkonstellation für diesen Pozzol, der hat auch noch einen Vornamen, nämlich Eisenhumus. Pozzol, das ist die Besonderheit an diesem, es wurde Eisen und Humus verlagert. Er ist in einem Geschiebe Decksand entstanden, ein junges Sediment in der Hahnheide, und das ist das Wichtigste. Er entsteht immer dann, wenn wir folgende Bedingungen haben, nämlich ein kalkfreies, sandiges Ausgangsgestein, das sind unsere Geschiebedecksande, lange Phasen mit Heidevegetation. Sie wissen sicherlich, dass Heide immer die Sekundärvegetation ist von Waldbeständen. Hier in der Hahnheide hatten wir früher Buchenmischwälder, die durch Nadelwälder durch den Menschen ersetzt worden sind. Wir brauchen ein kühles, feuchtes Klima, einige tausend Jahre Bodenbildung, ich kann das sogar eingrenzen, auf alle Fälle mehr als 8.500 Jahren, aber auch nicht länger, vielleicht beginnt mit 11.500 Jahren, nämlich seitdem die letzte Eiszeit hier unsere Region verlassen hat. Und dann schließlich noch der Mensch, seit 1880 circa betreibt er Forstwirtschaft, und hier in der Hahnheide hat er auf den sandigen, grundwasserfernen Substraten die Nadelwälder geforstet. Und die zusammen, diese Konstellation, führt dazu, dass wir diesen, immer diesen Bodentyp sich entwickeln sehen. Ganz allgemein möchte ich jetzt nochmal sagen, was macht einen Boden aus? Auch hier muss ich mich entschuldigen, dies soll auch animiert sein, nun müssen Sie mit einer überfüllten Folie rechnen, das macht aber gar nichts. Wir sehen das, den Boden in der Mitte, und wir sehen, dass Böden, fange ich mit unten an, Böden sind also Kompartimente, die liefern Nährstoffe aus der Mineralisation von Gesteinspartikeln, Mineralen und Humus. Sie sind Verankerung für Wurzeln oder stellen den Wurzelraum dar. Sie sind Lebensraum für Regenwürmer, nur als Beispiel. Den Regenwurm werde ich häufiger erwähnen, weil das ist unser Lieblingstier. Bodenkundler haben ihre Lieblingstiere. So, und dann Böden stellt verfügbares Wasser für Pflanzen und Tiere dar. Boden filtert Wasser, reinigt Wasser, daher kommt auch unser sauberes Trinkwasser. Böden erfüllen also die Funktion, sie schaffen sauberes Wasser, grünes Wasser, und vor allen Dingen sie speichern Wärme und sie kühlen über Verdunstung. Sie haben also auch richtige Klimafunktionen. Das macht also einen Boden aus. Bevor ich jetzt noch auf einige Eigenschaften eingehe, möchte ich kurz sagen, wie so ein Boden aufgebaut ist und wie er gegliedert ist. Wir sprechen von solchen Körpern, den ich eben schon Monolith genannt habe, von Pedon. Das ist ein räumlicher Ausschnitt aus der Bodendecke, also eine flächenräumliche Anordnung. So wie die Lithosphäre, Biosphäre bezeichnet man die Bodensphäre, eben Pedosphäre, in dem alle Merkmale eines Bodens von der Geländeoberfläche bis zum anstehenden Gestein enthalten sind. Und man kann so sagen, so eine Grundfläche von einem Quadratmeter kann diese Fläche kleinste Einheit haben, und ich kann sie wunderbar in Karten darstellen, also einen Flächenbezug hernehmen. Das Profil von Böden ist der vertikale Schnitt durch den Boden, das ist wichtig. Die Horizonte sind Bodenzonen, die durch Prozesse der Bodenbildung entstanden sind, und sie werden durch Kombination von Groß- und Kleinbuchstaben gekennzeichnet. Das kann man jetzt hier nicht ganz so schön erkennen, weil die Farben rot sind. Amrei, könnten wir das Licht vielleicht ein bisschen runterfahren, weil es kommen gleich Böden und die sieht man dann besser. Also Horizonte werden gekennzeichnet durch Großbuchstaben und Kleinbuchstaben. Und dann unterscheiden, ja, jetzt kommt das, jetzt könnt ihr sehen, da sind so Buchstaben wie AH, AE, BH, BHS, und da unten kommt was mit CV. Das sind jetzt die Schichten, nämlich die Lagen, die durch unterschiedliches Ausgangsgestein geprägt sind. Geologen sagen, feste Gesteine, lockere Gesteine, Sedimente sind locker Gesteine. Und sie können, müssen aber nicht mit den Horizontgrenzen übereinstimmen. In der Profilbeschreibung werden diese Horizonte durch ein vorangestelltes römische Ziffer gekennzeichnet. Das haben sich schon alle Tools, es gibt natürlich viel mehr Horizonte, aber die wollen wir uns heute gar nicht antun. Das macht man dann später, wenn man im Gelände ist. Ja, was gibt es noch zu sagen? Dies ist nochmal zusammengefasst. Böden sind also räumliche Ausschnitte unserer Erdoberfläche. Dies ist jetzt ein Pozzol unter so einem Fichten, Monokultur sagt man auch, da stehen die alle reihenweise.
haben ihre organischen Auflagen gelassen und haben dieses wunderschöne Profil gemacht, was sehr klar und deutlich ist, weil es scharfe Horizontgrenzen hat und diese Horizonte für bestimmte Prozesse stehen. Dieser Boden ist in zwei Substraten entstanden, nämlich den Geschiebedecksand und glazifluviantilen Sanden im Untergrund. War da eben eine Frage oder irgendein Hinweis? Alles gut, dann mache ich weiter. So, das hatte ich schon erwähnt, mineralische Unter- und Oberbodenhorizonte kennengelernt. Gekennzeichnet werden und jetzt das Spannende, man kann durch kleine Buchstaben dann auch noch kennzeichnen oder sich einigen, dass man Auswaschung oder Einwaschung kennzeichnen will, dass man Anreicherung kennzeichnen will, dass man sagen will, es ist was verwittert, wie stark, wie intensiv, ist was locker und fest und welche geologische Schicht habe ich. Das kann ich alles prima beschreiben. Viel wichtiger als dass die Böden halt beschrieben werden können, ist, dass sie besondere Eigenschaften haben, die ihre Funktionen bedeuten. Und hier habe ich nur mal eine kleine Liste, ich will Ihnen sie nicht alle vorstellen, aber ein paar muss man können. Die wichtigste ist die Körnung. Also die haben eine Struktur, das ist sie haben einen Porenraum, sie halten Wasser, sie haben ein Gefüge, Böden haben Farbe und Humus, sie sind Quellen und Speicher für Pflanzennährstoffe und sie sind Lebensraum. Und von diesen will ich mal ein paar herausgreifen. Das einfachste und wichtigste Merkmal ist die Körnung. Deswegen habe ich mir erlaubt zu schreiben, es kommt aufs Korn an. Sie alle kennen Sand, entweder vom Strand oder aus der Sandkiste damals. Ich gehe gerne noch in die Sandkiste, weil das ist eine besondere Körnungsart. Nämlich die Größe von 2 bis 0,63 mm kann man wunderbar verarbeiten. Dann gibt es aber eine mittlere Körnung, die fühlt sich mehlig an, die findet man in den Lössböden. Wissen Sie, was eine Börde ist? Schon mal gehört? Löss ist auch ein Sediment, ein äolisches, mehliges Sediment, was geflogen ist und am Mittelrand der Mittelgebirge oder am Nordrand der Mittelgebirge zur Sedimentation gekommen ist und dort jetzt in mächtigen Lagen seit der letzten Vereisung bei uns liegt und die guten Kulturböden in Deutschland ausmacht. Zum Beispiel die Magdeburger Börde oder die Haller Börde oder die Söster Börde. Dort liegt dieser Schluff, das nennt man Schluff, das ist eben diese besondere Korngröße und macht die besten Böden, ohne viel Dünger und ohne viel Technik da reinzubringen. Ja, dann gibt es das, was man alles als Kind vielleicht auch gern gemacht hat, Ton, modellierfähig. In unseren Marschen finden wir diese feinen Sedimente, die sind kleiner als 0,002 mm und macht eben auch das Bindige an unseren Böden aus. Über diese Korngemische, die im Boden vorkommen, kommt nicht nur Sand vor, kommt nicht nur Schluff vor und Ton. Die Gemische sind eigentlich das Entscheidende und wir nennen sie dann Hauptbodenarten und das sind diese, die ich hier aufgeschrieben habe, die Sande bis zu 100%, die Schluffe in der rechten Ecke und oben die Tone. Und dann haben die Bodenkundler, nämlich dieses Dreikorngemisch aus diesen drei Komponenten, wenn alles näher zu 30% vertreten ist, noch eine separate Feinbodenart ausgegliedert, nämlich die Lehme. Und die haben es in sich, die machen gute Eigenschaften. Deswegen stehen sie hier in der Mitte. Das machen Geologen übrigens nicht oder andere mit Boden befasste Leute, Geologen, und dann gliedern nur Sand, Schluff und Ton. Warum hat man die Lehme mit aufgenommen? Und zwar liegt das daran, dass die Bodenart ganz wichtige Standorteigenschaften steuert. Die habe ich hier mal aufgelistet. Und zwar anhand der Bodenart kann man die Speicherung an pflanzenverfügbaren Wasser messen. Ich kann die Durchlüftung abschätzen oder wie gut diese Oberfläche drainiert. Und ich kann den Boden im festen oder im nassen Zustand bewerten. Ist er begehbar? Kann ich ihn mit großen Maschinen fahren? Muss ich vielleicht was bedenken? Nur zu bestimmten Zeiten ackern? Das kann ich sehen. Die Bearbeitbarkeit ist also ableitbar. Und jetzt das Wichtigste, die Speicherung von pflanzenverfügbaren Stoffen oder Nährstoffen. Sie sehen, verfügbar ist hier das Entscheidende und nicht, dass etwas da ist. Und dann, wenn man das zuordnet, sieht man, dass die optimalsten Bereiche für diese wichtigen Bodeneigenschaften immer in der Feinbodenart lehmige Sande
und sandige Lehme vorkommt. Deswegen habe ich die hier als Optimum bezeichnet. Also wenn Sie später mal in die Verlegenheit kommen, sich einen eigenen Garten zu modellieren, achten Sie darauf, dass das Bodenmaterial, was Sie kriegen, immer in die Bereiche der lehmigen Sande oder die sandigen Lehme gehört. Nie ein Reinsand, nie ein Ton und schon gar kein Schluff. Naja, die Böden sind nicht nur körnig, sondern sie haben auch einen Porenraum. Also einen Porenraum, der die Wasserbewegung im Boden fördert oder auch den Gasaustausch zwischen Boden und Atmosphäre ermöglicht. Also damit anderen Worten zwei wichtige Größen, die wir für das Leben im Boden brauchen. Und da kann man eben den Boden auch einteilen, so wie wir Sand, Schluff und Ton, also die Bodenart, die Körnung einteilen, kann man die, Poren auch einteilen in die weiten Grobporen, in die engen Grob- und Mittelporen und die Feinporen. Warum macht man das? Je feiner die Körner sind, desto größer ist auch das Gesamtporenvolumen, also das, was die Pflanze oder die Pflanzenwurzel tatsächlich als Raum, Lebensraum zur Verfügung hat. Sand zum Beispiel habe ich hier gehighlightet mit 22% grobe Poren, hat ein Gesamtporenvolumen von 40, aber einen hohen Grobporenanteil. Während der Schluff und der Lehm, die haben ihr Maximum im Bereich der engen Grob- und Mittelporen und schließlich die Tonböden, die haben ihr Maximum im Bereich der Feinporen. All das hat auch Nachteile. Zu feine Poren halten das Wasser zu kräftig. Die Wurzel kann, glaube ich, nicht hinterher oder nicht direkt das Wasser aufnehmen und das ist dann von Nachteil. Das habe ich, glaube ich, in der nächsten Folie dargestellt. Die ist ein bisschen überfüllt, weil sie nicht animiert ist. Wichtig ist hier, es kommt auch mal wieder nicht auf die Gesamtmenge an, die wir an Boden, Wasser oder Luft haben, sondern an wie verfügbar ist das Wasser. Also wenn Sie sich vorstellen, Niederschlagswasser gelangt aus der Atmosphäre in den Boden, dann kann es nur über die Grobporen, also alle Poren, die größer 50 Mikrometer sind, tatsächlich den Boden durchsickern und Grundwasserneubildung machen. Der geringste Teil von diesem in den Grobporen versickernden Wasser kann nicht von der Pflanze aufgenommen werden. Der sickert einfach vorbei. Wasser aber in den Poren zwischen 50 und 0,2 Mikrometer steht den Pflanzen auch in Trockenheit immer zur Verfügung. Deswegen nennt man es pflanzenverfügbares Wasser und das gibt diese grobe, der mittlere Teil dieser Grafik wieder, den Wassertypus verfügbares Wasser oder nutzbares Wasser und die Bodenkundler drücken das als sogenannte Feldkapazität an. Das ist ein Begriff, der kommt aus der Messtechnik, das spielt jetzt hier keine große Rolle. Aber dann gibt es auch Wasserformen, die sind so fest an die Mineralpartikel, nämlich vorwiegend die Tonminerale gebunden, dass eine Pflanze dieses Wasser nicht mehr nutzen kann, also nicht mehr aufnehmen kann. Und das nennt man dann Totwasser. Und diese Konstellation der Beurteilung an verfügbarem Wasser im Boden ist relevant für Böden, die ich tatsächlich nutzen will für die Nahrungsmittelproduktion. Böden haben nicht nur eine Körnung, sie haben nicht nur Poren, die wichtig sind, sondern sie haben auch eine Struktur. Und man spricht in der Bodenkunde von Bodengefüge. Das beschreibt sozusagen die räumliche Anordnung aller Bodenpartikel. Das können jetzt die mineralischen Partikel sein, unser Schluff, Ton, Sand, aber auch die Organik gehört dazu. Und man unterscheidet also übergeordnete Gefügeformen, diese Grundgefüge, die muss man kennen. Jeder Landwirt oder jeder Gärtner, wenn Sie mal später im Garten gern wurschteln, dann werden Sie sehen, das ist ganz entscheidend, ob ich ein Krümelgefüge habe oder etwas Massives, Verfestigtes. Und das steuert sich über die Gefügeformen. Und dieses Bildchen, was ich mitgebracht habe, zeigt das. Wir haben im rechten Bild ein lockeres Krümelgefüge. Man kann die einzelnen durch Bioturbation, durch Biologie entstandenen Gefüge erkennen, während aus demselben Ackerschlag dann nebendran aus der Fahrspur hier ein dichtes Plattengefüge ausgebildet ist. Das sind also diese starken, massiven Plättchen hier in diesem Gefüge. Das Gefüge ist ganz entscheidend für die Bodenbearbeitung. Hier habe ich nun mal zur Übersicht, ich gehe da gar nicht weiter drauf ein, diese beiden Gefüge, die ich eben vorgestellt habe,
sind zwei von sehr vielen entscheidenden Komponenten. Die Aufbaugefüge, die Krümel, das Beste, was man so haben kann. Man kann auch sagen, der Porsche unter dem Gefüge im Boden und die Platten, die sich im Grunde durch die menschliche Bearbeitung ergeben. Gefüge. Böden sind nicht nur strukturiert, sondern sie sind auch bunt. Das soll diese Palette von zusammenkopierten Böden zeigen. Alles unterschiedliche Böden, die sehr viele Farben haben, von grau bis dunkel bis hin zu gelb. All das sind Farben, die wir im Boden finden. Und dieser Boden, den ich Ihnen schon vorgestellt habe, dieser Pottsohl, den finden wir hier wieder. Und wir können dann sehen, dass bestimmte Horizonte tatsächlich durch Farben geprägt sind. Und Farben stehen dann für Aussagen, zum Beispiel für den Humusgehalt, für die Reduktion und Oxidationsbedingungen in einem Boden oder auch für die Mineralzusammensetzung, ob wir Eisen oder Mangan ausreichend haben oder ob wir Salz und Kalk im Boden haben. Das kann ich mit so bunten Plättchen, die heißen Mansell Soil Color Chart, bestimmen und kann immer einigermaßen Idee haben, wie ist der Grundfarbton, wie ist die Helligkeit und die Farbintensität, und dies erlaubt eine Vergleichbarkeit bei einem sehr subjektiven Merkmal, nämlich die Farbe. Aber das geht ganz gut, und mit der Zeit kann man auch an der Farbe, wenn ich nur die Farbe höre, auch sagen, um was für ein Boden sich es handelt. Ich hatte schon erwähnt, Körnung ist nur das eine. Humus ist sozusagen die Musik in unseren Böden. Humus, was ist das? Haben Sie sicherlich schon mal gehört. Umfasst alle abgestorbenen Reste von Pflanzen und Tieren, sind quasi die Umwandlungsprodukte aus dieser Umsetzungsstoffe, die nennt man dann Huminstoffe, das sind bodeneigene Komponenten. Eine ganze Forschungsriege von Bodenkundlern kümmern sich nur um die Identifizierung dieser Stoffe, sekundäre Bildung. Und sie sind im Grunde nichts anderes als das Ausgangsmaterial für das Leben im Boden, nämlich für die Bodenorganismen, die diese Stoffe brauchen, um Böden sich bilden zu lassen oder ihren Stoffwechsel zu betreiben. Also das ist das Wichtigste, Bodenorganismen. Was macht eigentlich der Humus? Welche Eigenschaften liefert unsere Böden? Er liefert also Nahrung für die Bodenorganismen. Bei der Zersetzung werden unverzichtbare Nährstoffe freigesetzt, die sonst nicht aus dem Mineralkörper kommen, zum Beispiel Stickstoff, Phosphor oder Kalium. Pädogene, also vom Boden im Boden neu aufgebaute Huminstoffe, können wie die Tonminerale Nährstoffe binden an der Oberfläche und nicht einfach festbinden, sondern reversibel. Sie geben diese Nährstoffe wieder ab. Und in sandigen Böden erhöhen die Humusstoffe das Volumen an pflanzenverfügbarem Wasser, weil sie hohe aktive Oberflächen haben und Wasser binden gegen die Schwerkraft. Und dunkle humose Oberböden sind warme Böden, weil sie im Frühjahr sich schneller erwärmen. Und die Huminstoffe selbst sind feine Substanzen, man kann auch sagen Schleimstoffe, die gemeinsam mit den Bodenorganismen dafür sorgen, dass die Böden ein stabiles Gefüge haben, wie zum Beispiel die Krümel, die dort entstehen. Dies sind jetzt mal Beispiele für Bodentiere. Da kommen so Sandlaufkäfer in Larven oder hier in großen Viechern vor, Hornmilden, Doppelfüßler oder dieses ganz schlimme, schleimige Großtier ist ein Regenwurm, ein australischer. Der hat uns hier in Hamburg mal besucht mit seinem Bodenkundler, fassen sich schon sehr merkwürdig an, aber es sind wichtige Tiere, die keine Monster darstellen, sondern Spezialisten, die für einen gesunden Boden sorgen und damit den Lebensraum bilden. Also echte Spezialisten. Wenn jemand überhaupt noch Neues erforschen will, dann muss er sich auf den Boden einlassen. Im Bereich der Zoologie kann man viele Organismen noch finden und viele sind überhaupt noch nicht richtig beschrieben. Also Böden, ein Lebensraum, der es in sich hat. Woraus bestehen Böden noch? Das Wichtigste habe ich jetzt nach hinten gestellt, das ist das, was unsere Kollegen im Bereich des Studiengangs auch machen, nämlich die Bodenminerale. Minerale sind die Quellen für die Pflanzennährstoffe, insbesondere die Tonminerale sind Speicher für die Nährstoffe. Minerale sorgen für die Festigkeit unserer Böden, ohne sie könnten höhere Pflanzen überhaupt nicht wachsen und dort leben. Minerale stabilisieren den Porenraum, indem sie pflanzenverfügbares Speicher
Wasserspeichern und den Wurzeln Sauerstoff zur Verfügung stellen. Also Minerale ist ein wichtiger Bestandteil. So, das waren jetzt nur die wichtigsten Eigenschaften, gibt viel mehr. Was ich Ihnen mit diesen beiden Bodenreihen zeigen will, ist, dass Böden auch sehr unterschiedlich sind oder vielfältig und schön. Und die obere Reihe sind naturnahe Böden aus dem Stadtgebiet Hamburg. Und unten, das sind die urbanen, anthropogen überfrägten Böden, auch alles aus der Stadt. Selbst so eine Stadt wie Hamburg hat fast alle Bodentypen, die man auf der Welt so findet, gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber selbst die knallharten Tropenböden können wir in Resten sehr viel in großen Tiefen hier finden. Das will ich nicht. Ich möchte jetzt ein Beispiel zu den Böden unserer Stadt bringen, nämlich das Besondere an der Stadt sind eben, dass wir hier ein besonderes Relief haben. In der Stadt haben wir durch Ab- und Auftrag von Materialien das Relief überprägt. Das Ausgangsmaterial ist auch wenig natürlich, häufig überprägt durch Bauschutt, Asche, Müll und alles, was man so finden kann, prägt hier die Böden in der Stadt. Und vor allen Dingen, das Klima in der Stadt ist tatsächlich wärmer als das Umland. Und die Studien zeigen, nicht nur die Temperaturen sind höher, sondern auch die Niederschlagsverteilung ändern sich in der Stadt. Und es gibt sowas wie Wärmeinseln in der Stadt. Und dort haben wir ganz besondere Anforderungen an unsere Böden. Böden selbst sind häufig versiegelte Böden. Sie sind überdeckt durch Asphalt, Pflaster, Schotter. Und es sind Böden aus künstlichen Substraten, die entweder umgelagert sind oder neu aufgetragen. Ja, ich will nur auf den unteren Teil eingehen. Welche Funktionen haben die Böden? Eigentlich genau wie in einem natürlichen Lebensraum. Sie sind Lebensraum, Rückzugsraum für Tiere und Pflanzen. In einer dicht besiedelten Stadt ist das besonders wichtig. Sie sind Standorte für die grünen Lungen unserer Stadt, nämlich sie tragen die Parks, die Gärten, die Grünflächen, Straßenrandbäume und die haben es besonders schwer. Sie sind Baugrund für Wohnhäuser, Infrastruktur. Sie entlasten unsere Kanalisation. Wenn wir keine offenen Bodenflächen haben, würde es zu Hochwasserereignissen kommen, noch und nöcher oder noch mehr vernässte Keller. All das finden wir hier in der Stadt. Und außerdem haben sie Ausgleichsfunktion für das wärmere Stadtklima. Dieser Boden, den ich Ihnen mitgebracht habe, ist wieder so ein Pottsohl, ein Versauerungsboden. Diesmal hat er was oben drauf bekommen, nämlich fast 2 Meter Kriegsschutt, Bauschutt, der da drüber liegt. Und dies ist also ein Pottsohl aus sandigen Aufschüttungen über natürlichen glazifluviatilen Sanden. Und er ist der Boden unter unserem Institut am Allendeplatz 2. Ja, dies nur mal als Palette, natürliche Böden. Innen der Stadt sind grundwasserbeeinflusste Böden, das sind diese stark gefärbten. Wir haben einfach Verbraunungs-, Verwitterungsböden mit Pottsohlen drin, Pottsohle, die durch Humus geprägt sind, Auftragsböden, aber natürliches Material oder Vermoorungen, wie hier dieser Anmoorblei, da kommt das Moor schon vor. Und wir haben viele Flussmarschen in unserer Elbniederung. Dies wären jetzt typische Böden der Stadt aus technogenen Materialien, die aus technischen Prozessen entstanden sind. Manchmal ganz wilde Materialien, die man findet. Und all diese Böden haben ein Problem, dass sie schwer durchwurzelbar sind. Sie erfüllen diese Funktion, Standort zu sein, nicht mehr richtig. Und sie sind vor allen Dingen belastet. Sie haben ein Gedächtnis für Schadstoffe. Da will ich später nochmal ein Beispiel machen. Das wäre Hamburg ohne menschliche Überprägung. Dies wären die natürlichen Bodengesellschaften, also grobe Gruppen. Und wir brauchen uns nicht im Detail damit zu befassen, aber wir sehen, Hamburg hat bunte Farben und diese bunten Farben stehen eben für unterschiedliche Böden, die von trockenen Geestböden bis zu bindigen Geschiebe, Jungmoränenböden bis hin zur violetten Elbmarsch ein breites Spektrum ausmachen. Hamburgs Böden haben eine wichtige Funktion, auch in der Stadt, nämlich sie speichern Kohlenstoff und zwar viel mehr als Vegetation und andere Kompartimente, zum Beispiel Wasser. Und dies ist mal eine Auflistung einer Doktorarbeit aus unserem Hause mit dem Biologen zusammen und dann zeigt es eben, dass wir sehr viel organischen Kohlenstoff in den Böden gefunden haben, hier mit 6,2
Millionen Tonnen im Vergleich zu den Bäumen und zum Gesamtkohlenstoff. Und die Böden der Stadt, insbesondere die der feuchten Standorte, nämlich die Moore oder die Marschen, speichern wesentlich mehr Kohlenstoff als die Vegetation. Das sollte hier die Aussage sein, hier durch die nicht erfolgte Animation ein bisschen überfrachtet. Entschuldigung dafür. Ja, ich möchte langsam überleiten zu dem, dass unsere Böden nicht nur funktion- und schön sind, sondern dass sie eben auch gefährdet sind. Und diese Gefährdung bezieht sich auf ihre Leistung, die sie eigentlich für uns liefern. Sie haben also biotische Potenziale, ohne dass wir groß viel Geld dafür zahlen müssen. Sie haben nämlich leisten eine Nahrungsmittelproduktion, Werkstoffe können wir gewinnen, man kann mit ihnen Energie gewinnen und sie sorgen für die Artenerhaltung, insbesondere für die angepassten Organismen im Boden. Sie erfüllen abiotische Potenziale, nämlich sie sorgen für reines, sauberes Trinkwasser. Sie sind Rohstofflieferant und sie sorgen auch für eine Reinhaltung, wenn wir sie als Filter nehmen. Ja, und sie haben hohe Flächenpotenziale für Standorte, Verkehrsfläche, Entsorgungsfläche und Erholungsraum. Also Böden sind echt Multitalente. Weil sie so wertvoll sind, ich will das nicht vorlesen, gibt es ein eigenes Gesetz, nämlich das Bundesbodenschutzgesetz von 1998 und das regelt die wichtigen Funktionen. Und da gibt es natürliche Archivfunktionen und Nutzungsfunktionen. Und allein, dass es wert ist, so ein Gesetz zu machen, zeigt schon, dass es den Böden indirekt auch gut tut, dass es Leute gibt, nämlich insbesondere der Naturschutz, der sich um den Erhalt sauberer Böden kümmert. Ja, und deswegen bin ich jetzt bei dem Thema, Böden sind wertvoll. Dies ist auch ein Beispiel, hier eine Auflistung, was so in einem Boden zu finden ist, verglichen hier mit den Rindviechern. Unter einem Hektar Boden oder in einem Hektar Boden darunter leben also 15 Tonnen Bodenlebewesen. Das entspricht dem Gewicht von 20 Kühen auf dem Boden und ich finde, das ist schon kolossal. Und ich hatte ja schon erwähnt, dass man hier sich im Bereich Forschung tatsächlich noch tummeln kann bei den ganzen Pilzen, Bakterien, jetzt werden wir immer größer, Ringelwürmer, Regenwürmer. Von Spinnen bis hin zu den großen Tieren, da oben ist ein Maulwurf zu sehen, sie sind tatsächlich an den Boden und seine Eigenschaften gekoppelt. Böden sind wertvoll, das ist die nächste große Eigenschaft, weil sie den Wasserkreislauf unserer Erde steuern. Ich bin schon darauf eingegangen, Niederschlagswasser wird nicht einfach abgeführt oberflächlich, sondern kann in den Boden versickern, kann aufgenommen werden, infiltrieren. Es kann Grundwasser entstehen, den wir als Trinkwasser nutzen können. Er speist über Oberflächenabflüsse unsere Vorflüter und bildet sozusagen die Qualität unserer limnischen und marinen Sedimente. Also Boden hier als wichtiges Zwischenkompartiment für andere. Böden sind also in ihrer Funktion, die das Gesetz auch regelt, gefährdet. Und hier habe ich nur ein paar rausgegriffen, nämlich durch Überbauung, durch Schadstoffe, Bodenerosion und Verdichtung. Ich möchte, glaube ich, nur die drei vorstellen mit ein paar Bildern. Dies ist jetzt ein Boden, auch ein Stadtboden, das können Sie vielleicht schon erkennen, ohne ins Detail einzusteigen. Dies ist ein Boden aus der Billesiedlung, die eine besondere Geschichte in Hamburg hat. Überbauung ist das eins, hier dieses wilde Bild zeigt das, was manchmal passieren kann, wenn man Infrastruktur der Städte ansiedeln will. In Deutschland werden zurzeit über 80 Hektar pro Tag für Siedlung und Verkehr verbraucht, muss man sagen. Das sind in 7 Jahren die Fläche des Saarlandes und dies ist nicht nur ein Problem bei uns, sondern weltweit verlieren wir freie Fläche, damit Boden an andere Nutzungsformen. In Hamburg ist das sogar noch mehr. Wenn ich genau einsteige hier in die Versiedlungsgrade, kann ich sehen, dass die roten Farben insbesondere im Hafengebiet und im Zentrum der Stadt gesiedelt sind. Und hier werden jährlich 136 Hektar zusätzlich versiegelt. Das ist abweichend von dem 70 oder 80 Hektar für eine Stadt ganz kolossal. Das sind jetzt etwas ältere Zahlen, aber immerhin geht die Versiegelung weiter. Bodendegradation durch Überbauung ist ein Thema.
Hier habe ich mal einen Boden bemüht, der ist hier links. Das ist der beste Boden, den wir haben können. Was heißt das? Es ist ein Boden mit natürlicher, hoher Ertragsfähigkeit. Er heißt Schwarzerde und ist aus Löss. Ist der 100er Boden. Man kann Böden einteilen nach ihrer Wertigkeit von 8 bis 100. Und diese Lössböden oder Löss-Schwarzerden aus dem mitteldeutschen Trockengebiet sind die besten Böden. Und weil die quasi 80% von zum Beispiel von Sachsen-Anhalt ausmachen, ist es so bitter, dass eben die Leute haben nur diese tollen Böden, werden sie häufig zugebaut für Infrastruktur, die man braucht. Und hier sieht man eigentlich, hier müsste man überlegen und sagen, warum gerade die Schwarzerde hat man in dem Bereich nicht andere Böden, die ich nutzen kann. Also Schwarzerde beseitigt. Nochmal zurück nach Hamburg. Diese roten Flecken sollen Ihnen nur zeigen, in Hamburg ist Bodendegradation, also die Veränderung durch Schadstoffe, Veränderung von Bodeneigenschaften, ein besonderes Problem. Wir brauchen auch hier nicht in Detail einsteigen, aber wenn wir uns dort ansehen, dann sehen wir, dass Hamburg ein großes Thema hinsichtlich der Altlasten, also älteren Belastungen, auch heute noch stellen muss. Und nur die wenigen sanierten Böden, die dann beendet sind, macht einen kleinen Anteil der Gesamtaltlastenflächen in Hamburg aus und wird noch über Jahrhunderte ein Thema in Hamburg sein. Und das ist eben auch ein Beispiel, was ich Ihnen mitgebracht habe zur Bodendegradation durch Schadstoffe. Das ist die Billesiedlung. Die Billesiedlung bei Moorfleet wurde auf einem Hafenschlickspülfeld der 30er Jahre, also um 1930, errichtet. Guten Willens wollte man Fläche schaffen und den Leuten günstiges Wohnen garantieren, mit der Folge, dass man belasteten Schlick aufgebracht hat. Und die weitere Folge war dann, dass man in den 90er Jahren gesehen hat, dass diese Böden sehr stark belastet sind und wieder abgesiedelt werden mussten und die Böden dann auch mit sehr hohen erheblichen Kostenaufwand saniert werden mussten. Dieses untere Beispiel zeigt heute die Billesiedlung mit dieser großen Golffläche. Damals, als man begonnen hat, den Bereich der Süder-Dover-Elbe zuzuschütten, hier ist noch der Bereich da oben, die Deichlinie, war dann eine natürliche Barriere oder eine vorhandene Barriere, gegen die man die Schlicklagen aufschütten konnte. Der natürliche Boden, den habe ich hier auch mal mitgebracht. Das ist eine übersandete Kleimarsch, kolluvial überprägt. Heute sehen die Böden ganz anders aus, denn auf diesem Boden, auf diesem Marschenboden, ist dann der Schlick gespült worden. Das soll hier dieses Bild mal zeigen. Mit großen Rüsseln wurde dann das gewonnene Material aus der Elbe gebaggert und aus dem Hafen gebaggert wurde, auf diese Fläche aufgebracht. Und dann haben sich sehr sandige Böden mit zum Teil sehr organisch reichen Bändern, je nachdem, ob ein sandiger oder ein schluffiger Schlick oder toniger Schlick abgelagert wurde, hat man hier diese starke Stratifizierung, wie man im linken Bild sieht. Später wurden dann kleine Häuschen draufgebaut mit Gärten und das Problem hat sich dann eben ergeben, dass in diesen Böden, das ist hier jetzt ein Bild, im unteren Bereich sieht man diese dunklen Lagen des mit Schlick verbesserten, muss ich in Anführungsstrichen sagen, Spülflächen, die zur Folge haben, dass hier Schwermetalle weit über den normalen Gehalten in Böden zu finden waren. Und dies ist nur ein Beispiel aus einem Hausgarten, der denn erhöhte Blei, Arsen, Chrom, Kupfer und Zinkgehalte enthält. Nicht alle überschreiten die sogenannten Prüfwerte für Wohngebiete, die liegen sehr viel höher. Aber auch diese Böden zeigen eben eine Belastung. Und sie liegen heute in 50 cm oder 60 cm Tiefe und enthalten noch die Gehalte, die Schadstoffgehalte aus früheren Zeiten. Der Boden, der da drüber gekommen ist, ist der sanierte Boden. Man hat dann einen Geschiebemergel, den man zum Beispiel beim Bau des Elbtunnels oder anderen Baumaßnahmen gewonnen hat, hier wieder aufgebracht, um den belasteten Boden abzudecken. Es ist nicht immer so erfolgt, aber hier
ist ein Teil eben als Folge des belasteten Schlicks hier noch im Boden erkennbar. Mit anderen Worten, der Boden hat hier ein langes Gedächtnis für die Schadstoffe. Böden unterliegen nicht nur der chemischen Degradation wie durch Schadstoffe, sondern sie sind auch durch Bodenabtrag, sprich Erosion, gekennzeichnet. Und hier ist ein Beispiel der Winderosion. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. 2011 kam es ja an der A19 in Mecklenburg-Vorpommern zu einer Massenkarambolage, weil hier die Sichtbarkeit durch umherwehende Sande so herabgestärkt war, dass eben diese Unfälle passierten mit 8 Toten und diversen Verletzten als Folge einer unsachgerechten Nutzung dieser sandigen Geestflächen in besonderer Konstellation, mehrere Tage kein Regen, furz trocken, und das Material ist dann durch die Luft geflogen und hat dann hier zu diesen Folgen geführt. Mecklenburg-Vorpommern, hier ist eine Karte, neigt zur, weil es stark sandige Flächen hat, zur Winderosion, wenn die Vegetation lange nicht den Boden bedeckt, wenn der Boden austrocknet und es fehlt an Schutzpflanzungen, nämlich Knicks, die zur Windberuhigung oder zur Herabsetzung der Windgeschwindigkeit herbeitragen. All das ist hier Folge der großen Schläge, sagt man, der großen Ackerflächen infolge der Monokulturen. Also Winderosion, auch ein Thema bei uns, immer wieder. Wie können nun Böden geschützt werden? Man kann Böden als Naturobjekte schützen, indem ich sie mit einbeziehe in den Natur- und Umweltschutz. Ich kann Böden hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit erhalten wollen, dann betreibe ich Funktionsschutz. Ein Boden ist ein guter Ackerstandort oder ein guter Waldstandort, dann kann ich da Maßnahmen vorsehen. Ich kann aber auch Bodenzerstörung einschränken, indem ich Vorsorge betreibe oder Altlastensanierung, so wie Hamburg zum Beispiel die Billesiedlung saniert hat. Rekultivierung kann ich betreiben, Flächen, Recyclingflächen einrichten. Das bedeutet, wenn ich Belastungen zum Beispiel hatte, dass ich diese Flächen nicht für eine empfindliche Nutzung, das wäre zum Beispiel Garten- oder Kinderspielflächen, nicht vornehme, sondern diese wieder als Industrieflächen nutze. Damit kann ich also Bodenzerstörung minimieren. Aber ich kann auch Bodenschutz für die Zukunftsfürsorge betreiben, indem ich die Potenziale, das Potenzial von Böden nutze, zum Beispiel Schwarzerden vorhalte für die landwirtschaftliche Nutzung und nicht als Standort für Einkaufsgebiete. Was können wir als Menschheit, das hört sich ein bisschen großtrabend an, sollen aber auch so übergreifende Handlungsempfehlungen sein, die man für den Boden tun kann. Als allererstes beenden, vermeiden von bewaffneten Konflikten. Heute macht man ja gar nicht mehr in die Zeitung gucken, aber dies ist ein wesentliches Element. Viele der Flächen in Syrien, Irak, Iran, Irak sind vermint durch Folge von kriegsbewaffneten Konflikten. Diese Böden sind wirklich verloren für das, was später mal da sinnvoll ist, mit anzustellen wäre. Bekämpfung von Armut ist eine Sache, erschließt sich einem nicht gleich, aber Böden sind ein wichtiger Bestandteil der Welternährung, deswegen müssen wir uns um sie kümmern. Wir können dafür sorgen, dass wir nationale Natur- oder Bodenschutzgesetze auch in anderen Ländern gelten lassen oder damit dafür sorgen, dass der Schutz, den unsere Böden erfahren, auch zum Beispiel in der EU ein Thema ist. Das wird derzeit von der Bundesregierung verhindert. Das ist schade, obwohl wir gute Erfahrungen damit haben. Wir können eine nachhaltige Agrar- und Forstpolitik beschreiben oder betreiben. Wir können Stärkung von Bürgerbeteiligungen mit berücksichtigen. Wir können standortgerechte Renaturierungs- und Rekultivierungsmaßnahmen betreiben und vor allen Dingen bodenschonende Raumplanung, Flächenrecycling. All das wären so im Kleinen, was man tun kann. Was hat das jetzt mit uns hier wieder zu tun? Bodenkunde an der Uni Hamburg ist nicht nur die Lehre, sondern auch die Forschung. Und die Bodenkunde macht im Rahmen der Geowissenschaften hier verschiedene Forschungen, die betreffen die Wirkung von Böden auf Umwelt- und Klimaänderung, die Bodenqualität und das Management an sich.
Auswege hinsichtlich Bodenbelastung, Vorschläge für Sanierungsverfahren. Wir kümmern uns um Boden und Biodiversität oder um die Festlegung von Kohlenstoff und Stickstoff in Böden als Teil der Klimareduzierung. Oder wir kümmern uns um, wie viel Spurengase, klimarelevante Spurengase entweichen aus den Böden. Wir können dazu Analysen und Modellierung von bodenhydrologischen Prozessen beitragen, zum Beispiel bei der Deponietechnik. Also die verschiedensten Dinge werden in Hamburg an der Bodenkunde geforscht, mit vielen Hamburger Themen, auf die brauche ich gar nicht so sehr eingehen, einige hatte ich Ihnen schon vorgestellt, aber es gibt viele spannende Themen, die man im Rahmen seines Studiums auch an die Forschung koppeln kann. Das machen wir nicht nur in Hamburg oder im norddeutschen Raum, sondern die Bodenkunde ist auch mit internationaler Bodenforschung weit vernetzt. Zum Beispiel haben wir sehr schöne Programme im Permafrost. Ich fahre also mehrfach im Jahr nach Sibirien. Warum? Ein Viertel unserer Erdoberfläche, der terrestrischen Fläche, ist mit Permafrost unterlagert. Das sind besonders kalte Böden und in denen steckt die Musik unserer zukünftigen Entwicklungsräume. Gerade Kohlenstoff und Stickstoff spielen hier ein großes Thema, sind sozusagen die kleinen Drehschrauben unserer Klimaforschung. Dann die Trockengebiete mit dem großen Druck der Überbevölkerung hier und den vielen Menschen, die mit sehr nährstoffarmen Böden auskommen müssen, kaum Versorgung haben, ein echtes Problem, wie ich diese Böden trotzdem erhalte für eine Nutzung der Landwirtschaft, die die Leute vor Ort hält. Dann Feuchtgebiete, ein Thema, weil es besondere biologische wertvolle Systeme sind in verschiedenen Regionen. Küstenregionen sind ein Thema hier, vorwiegend an der Nord- und Ostsee, aber auch in der arktischen Region, zum Beispiel Laptiwsee haben wir Projekte und natürlich urbane Lebensräume, Industriestandorte bieten einen Raum für Forschung an in der Bodenkunde. Und die Agrar- und Forstwissenschaften haben wir auch kleine Projekte, ist aber nicht unser Hauptschwerpunkt. Ja, hier sind mal eine Zusammenschau von den Projekten, die wir haben. Klimaforschung, Permafrostboden, da arbeiten wir seit Jahren im Lena-Delta. Ich würde sagen, eins der schönsten Gebiete, was ich je erleben durfte. Wunderbares Gebiet mit Permafrost und allem drum und dran. Die schönsten Böden, Vegetation, ganz sensibel, ganz empfindlich, aber wunderbar zu studieren. Und Deutschland hat mit Russland eine sehr schöne Kooperation. Ich hoffe, es geht noch Jahre, die wir hier die Chance haben. Dann gibt es einen großen Schwerpunkt in den Trockengebieten in Afrika. Okavango zum Beispiel, ein Projekt, gibt viele andere weitere Projekte, insbesondere mit den Biologen. Dann Klimaforschung, angewandte Forschung, zum Beispiel Methan. Reduktionsstrategien in Deponieschichten. Deponie sind eine weitere punktuelle Quelle für das Klimagas Methan, dann Sanierung von Böden, insbesondere in der Stadt und wie kann ich Stoffe, die aus einem Verwertungsprozess kommen, zum Beispiel von Baggergut, wieder sinnvoll einsetzen in der Natur oder bei Baumaßnahmen. Ja, kann man Bodenkunde auch in Hamburg studieren? Na klar kann man das, nämlich im Studiengang Geowissenschaften. Wir sind in so einem komischen Bunker untergebracht, ist tatsächlich ein Bunker, ein Hochbunker, sieht rosa aus, vielleicht nicht mehr ganz so schön rosa, aber er ist einfach zu erreichen gegenüber vom Kino, Abaton-Kino, zentral gelegen im Campus und immer leicht zu erreichbar und eigentlich auch ein Haus mit offenen Türen. Jetzt bin ich bei dem Studiengang, für den bin ich hier angetreten. Ich bin ein bisschen lang, entschuldigt das, aber ich bin auch gleich durch. So sieht der Studiengang aus, den man in Hamburg, wenn man hier Bodenkunde oder Geowissenschaften studieren will, mit den Schwerpunkten Bodenkunde, Mineralogie und Geologie. Und ich gehe mal ganz kurz durch, vom ersten Semester bis zum sechsten Semester. Sie sehen hier im Grunde genommen den ersten beiden Semester viel grundlegende Naturwissenschaften. Sie müssen was in Bio, in Mathe, Physik und Chemie machen. Dann hat man mit Erde 1 und 2 den ersten Einstieg, eine Einführung in die Entstehung und Aufbau der Erde und in die Erdgeschichte und in die Umwelt. Dann fängt man im zweiten Semester, hat man so ersten Einstieg auch Methoden, geht das erste Mal ins Gelände
Und dann das dritte und vierte Semester schuldet sich dann, da geht man in die Vertiefung, nämlich in diese Hauptfächer, die man als Basiswissen bezeichnet für die Teildisziplinen in den Geowissenschaften, macht viel Praxis, hat ein kleines Segment, um noch andere Naturwissenschaften zu studieren als Ergänzung und macht dann ein Berufspraktikum, ein Studienprojekt, das schon darauf hinzielt, ein Thema zu finden, was man dann in der Bachelorarbeit, in dem Abschlussmodul im sechsten Semester bearbeitet. Man hat viele Elemente, das ist was Angewandtes, diese Forschung. Man geht ins Gelände, ich gehe gleich nochmal drauf ein, oder macht auch große Exkursionen. Das will ich mal eben vorstellen. Was macht man so? Man hört natürlich Vorlesungen, besucht Seminare, Übungen. Man geht ins Gelände als Geologe oder als Bodenkunde. Als Mineraloge hängt es davon ab, ob man Petrologie oder Kristallographie macht. Die Kristallographen arbeiten mit großen, schweren Geräten. Die anderen gucken sich Gesteine an. Zum Beispiel in Namibia, in Deutschland weniger, in Schottland, da reisen die hin, hat jeder so seinen Schwerpunkt. Sie werden mit Laboranalysen konfrontiert, die sind aber super, weil sie die später brauchen, um zum Beispiel chemische Daten interpretieren zu können. Da müssen sie auch wissen, wie hat man sowas gemessen. Das lernen sie in ihren Labor- und Feldpraktika. Und hier mal ein Beispiel für eine Exkursion, die quer durch Deutschland geht, im Abschlusssemester, hier im sechsten Semester. Das ist die Abschlussexkursion. Sie lernen da also verschiedene Landschaften mit ihren Gesteinen und Böden kennen. Sie können ihr Fachwissen, was sie in den Teildisziplinen Geologie, Paläontologie, Petrologie, Geochemie, Bodenkunde erarbeitet haben, können sie hier anwenden in diesen verschiedenen Landschaften, in dieser großen, wir nennen die Deutschland-Exkursion. Und dann, sie können tatsächlich ihr erworbenes interdisziplinäres geowissenschaftliches Wissen zusammenführen und in der Praxis anwenden. Das kann man dann nach 14 Tagen und hat ziemlich viel Spaß gemacht, weil man nicht nur angepackt hat, Profile groß angelegt hat. Im mittleren Bild sehen Sie Studierende, da hat ein Bagger nachgeholfen, da sehen Sie noch die Striemen vom Bagger. Aber häufig buddelt man selbst, hat die Profile selbst beschrieben und nachher bewertet. Das ist eine sehr schöne Tätigkeit, die im Rahmen dieses Studiums auch abfällt. Ja, ich kann das allgemeiner ausdrücken. Was lernen Sie eigentlich? Sie lernen umgehen mit dem Geobodenwissen. Sie erhalten eine Fachkompetenz, nämlich zu Fakten wie Aufbau, Eigenschaften, Prozesse, Funktionen, Gefährdung, Management, Anwendungen unterschiedlicher Geosysteme. Die kombinieren Sie mit dem Umgang Ihres Geowissens, indem Sie in Gruppen zusammenarbeiten, eine Methodenfertigkeit entwickeln. Sie können tatsächlich Analysen durchführen, Sie können modellieren, Sie können mit GIS umgehen oder was auch immer und Sie können das selbstständig darstellen, weil Sie zum Beispiel eine Hausarbeit oder ein Projekt darstellen wollen oder was niedergeschrieben haben. Und beide Komponente, einmal Ihr Fachwissen und der Umgang mit die Methodenvielfalt Ihrer Fachkenntnisse, führt dann dazu, dass Sie ein Experte werden irgendwann mal. Vielleicht nicht gleich als Bachelor, aber Sie haben ein Geobewusstsein entwickeln, der Sie befähigt, eine Geosystemanalyse durchzuziehen, die eben Böden oder Geotope alles mit einschließt und eine vernünftige Analyse zulässt. Wenn Sie das können, dann können Sie tatsächlich sagen, ich habe einen berufsorientierten Abschluss erhalten, den möchte ich vielleicht noch verfeinern. Und dann gehen Sie in ein Masterprogramm, das in Hamburg auch möglich ist. Und dort müssen Sie sich schon im ersten Semester für die Vertiefungsrichtung Geologie, Mineralogie oder Bodenkunde entscheiden. Da geht die Spezialisierung dann los, weil Sie nur zwei Semester haben. So, was machen Sie noch? Böden kartieren, GIS-Einsetzung, geografische Informationssysteme und vielleicht machen Sie eine Bachelor- und Masterarbeit, entweder im südlichen Afrika oder Sie fahren mal mit auf unsere Trauminsel, die heißt Samoilov im Lena-Delta. All das machen wir seit 5 bis 7 Jahren. Ich möchte fast abschließen. Was können Sie dann hinter? Welche Möglichkeiten, Berufsfelder haben Sie dann später mit Geowissenschaften? Sie können in Ingenieurbüros gehen, die haben Sie ja während Ihres Studiums schon kennengelernt, im Berufspraktikum. Büros, die sich mit Bodenschutz, Geoschutz, Naturschutz, Raumplanung befassen.
Man kann sehr gut mit Umweltschutzämtern zusammenarbeiten oder in Behörden arbeiten, in landwirtschaftlichen und forstlichen Untersuchungseinrichtungen. LUFA ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Umweltabteilung der Industrie sind viele unserer Studierenden gelandet oder im Geologischen Landesamt. Derzeit werden immer Bodenkundler gesucht, muss ich eigentlich anders sagen, Geowissenschaftler mit Kenntnis Boden. Oder Sie haben vielleicht Glück, vielleicht ist es auch kein Glück, an der Universität oder in einer Großforschungseinrichtung zu landen, wenn man Forschung machen will. Egal, was Sie mal machen, werden Sie nicht so wie dieser alte Herr hier, den ich als kleine Grafik mitgebracht habe, so meine Altersklasse, seien Sie zufrieden mit Ihrem kleinen Biotop, Pedon, und genügen sich selbst, dass man sein eigenes Feld hat, kann Sie vielleicht noch modellieren und ist sonst was. Das brauchen Sie nicht, Sie müssen hinaus in die Welt. Und wenn Sie noch mehr über Bodenkunde wissen wollen, gibt es natürlich eine Adresse. Das ist unser Institut für Bodenkunde. Und diese Konterfei gehört zu Frau Döbler, das ist unsere Sekretärin. Die hat wirklich immer Zeit für Sie. Wenn nämlich die drei Professoren, die unser Institut mitgestalten, das ist einmal Frau Pfeiffer, das bin ich, Frau Eschenbach, die steht übrigens für Bodenschutz und Technologie, ich für Natur und Bodengenese und Diversität. Und Herr Kutzbach ist unser neuer Professor, der steht für Böden im Klimasystem. Sie können die Informationen auch über das Internet beziehen. Hier ist die www-Adresse unihamburg.de, I für Institut für Boden, dort die Informationen abrufen. Bevor ich Sie entlasse oder fast Dankeschön sage, habe ich noch ein Angebot für Sie. Das mache ich immer. Wenn Sie Lust haben, mal Boden oder Geologie, Quartiergeologie kennenzulernen, gibt es einen Tag. Es sind eigentlich drei Tage, aber ich nehme Sie an einem Tag mit, nämlich Dienstag, den 22. März um 8.30 Uhr bei uns auf dem Parkplatz. Wenn Sie Lust haben, Böden, da gucken wir uns Perilatialböden in Niedersachsen an. Dies ist ein Beispiel aus der Billesiedlung, die ist erst am dritten Tag dran. Sie müssten aber bitte sich anmelden bei Frau Döbler, dass ich Sie auch platzmäßig im Bus mitnehmen kann. Ist eine Studentenausbildung. Exkursion fürs fünfte Semester Bachelor. Aber ich nehme immer gerne interessierte Leute mit. Ja, dann bin ich fast zu Ende. Zurück zur Vorlesung. Was sollten Sie mitnehmen oder was können Sie mitnehmen? Ich hoffe, Sie wissen nun etwas über Böden und können das Wissen vielleicht nochmal für eine Entscheidung, die Sie treffen wollen, welches Studienfach will ich wählen. Sie können dieses Wissen aber auch nutzen, um nachhaltige Bodennutzung später mal zu betreiben. Vielleicht sogar professionellen Bodenschutz zu betreiben, wenn Sie mehr Ausbildung haben. Sie wissen vielleicht, dass die Nachfrage nach fruchtbaren Böden weltweit steigt. Ein Beispiel in Deutschland ist nur ein kleines Beispiel. Wir brauchen immer mehr Nahrungs- und Futtermittel, sowie nachwachsende Rohstoffe werden auf immer weniger Fläche angebaut. Das führt zu Konflikten, das sehen wir allerorts. Und deren Bewältigung braucht Leute, die Fachkompetenz haben, also professionell sind. Also Sie vielleicht als angehende Geowissenschaftler. Und Sie wissen auch, dass die Bodenzerstörung nicht nur ein deutsches oder Hamburger Problem ist, sondern ein weltweites, das lokale und regionale und globale Lösungen braucht. Und Sie wissen vielleicht auch, dass die endliche Ressource nur geschützt werden kann, wenn man weiß, wie sie funktioniert. Und das bezeichne ich einfach, Wissen über Böden ist Bodenbewusstsein. Und ich hoffe, dass Sie am Ende sagen können, Boden, was ist das? Das ist nicht Dreck oder ist mehr als Dreck, nämlich Böden sind die dünne Haut unserer Erde. Ja, und damit liegt das auf der Hand. Wenn Sie sich für ein Studium der Geowissenschaften entscheiden, entscheiden Sie sich auch immer dafür, den obersten Meter anzugucken. Und Sie können über Lernen, Studieren und Forschen und Öffentlichkeitsarbeit diskutieren Sie mit anderen über Ihr Wissen. Dazu beitragen und das sollte eigentlich auch dieser Vortrag tun. Und jetzt entlasse ich Sie und ich danke Ihnen vorher nochmal für Ihr Interesse an Boden oder Bodentypen, die hier ein Kollege mit Öffentlichkeitsarbeit die verschiedensten Böden mal dargestellt hat. Von Dickschicht bis Kai und Petra und wie sie alle heißen, sind tatsächlich Böden, die es gibt, zwar nicht so. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Fragen. Haben Sie Fragen? Thank you.
Ja, hat jemand eine Frage? Ja, das gibt es, aber dann will ich auch gleich was dazu sagen. Wir haben immer als Nebenfächler aus der Vor- und Frühgeschichte oder Archäologie 3 bis 4 und die scheitern, wenn ich mal zurückgehe, an diesem Curriculum, also dieses hier, an den Grundlagen Mathe, Physik und dann Erde 1. Und das liegt daran, dass wir sehr viel Naturwissenschaften erst abrufen. Und ganz viele schaffen das nicht und sind dann unglücklich aus der Vor- und Frühgeschichte. Das Fach selbst, Boden, ihr macht ja viel bessere Bodenkunde, sage ich, ihr wisst es nicht, ihr macht tolle Profile, das ist ein prima Thema und wir bieten auch extra Kurse für euch an, für die Vor- und Frühgeschichtler. Ist auch ein Geländekurs und eine Vorlesung, die genau das zum Thema hat. Also hier Vor- und Frühgeschichte kann man das machen. Dies war nur ein Beispiel für die Funktion, welche Eigenschaften Böden haben. Das ist ja besonders wichtig, wenn man Böden hat, die sehr bindig sind, so wie diese aus Ton. Dann ist sehr viel Wasser im Boden, weil der Ton das halten kann, aber er kann es nicht wieder abgeben. Das Wasser ist so fest an den Partikeln gebunden, an den Oberflächen, oder in den Kapillarräumen der Tonminerale und so weiter, dass die Pflanze, die ja maximal bis in die Mittelporen hineinwachsen kann, das Wasser dem Boden wieder zu entziehen. Das schafft sie nicht, so viel Druck kann sie nicht aufwenden. Deswegen bezeichnet man dieses Wasser als Totwasser. Es ist zwar da, macht unheimlich, weiß nicht, mehr als 30% im Boden aus, aber es ist der Pflanze, kommt der Pflanze nicht zugute. Und das ist insbesondere wichtig bei Böden, zum Beispiel der Trockengebiete oder feuchte, ausgetrocknete, tonige Böden. Da kann das wichtig sein. Und da muss man genau gucken, wie ist die Körnung und wie verhält sich die Befeuchtung in dem Boden. Und dann kann ich das modellieren und ausrechnen, wie viel Wasser oder Luftraum habe ich im Boden zur Verfügung. Das ist ja bei manchen Kulturen unheimlich wichtig. Die können kein Stauwasser ab oder Grundwasser. Dann brauche ich das. Danke für die Frage nach den Poren als wichtige Eigenschaft. Mineralogie, und die kann man in 2 Bereiche teilen. Man macht entweder Kristallographie, die kümmern sich eben um den Aufbau von Kristallen oder Naturstoffen, zum Beispiel, die machen so Zahnersatz und sowas Angewandtes. Oder aktive Oberflächen, die wir in der Handytechnik oder sowas haben. Kristallo, das ist im Grunde eine angewandte physikalische Wissenschaft. Die machen Physik auf kleinster Ebene. Und die anderen, das sind die Petrologen oder Petrographen, die kümmern sich um den Aufbau der Gesteine in Form von Mineralkunde. Das ist das Wesentliche. Die gehen ins Gelände, die anderen arbeiten nur mit großen Geräten. Bei der DESI hochinteressant, anwendungsorientiert, aber sehr physikalisch. Und das andere praktisch auch physikalische Methoden werden da eingesetzt, aber die gehen mehr ins Gelände. Das ist die Mineralogie in Hamburg. Aber es gibt viele andere Mineralogieformen, die kann man nur nicht in Hamburg studieren. Das ist etwas Besonderes, weil unsere Mineralogie ist sehr klein und im Grunde genommen ist nur die Kristallographie noch sichtbar mit 1 oder 2 Professoren. Da muss man genau hingucken, wenn man sich für Kristallo oder für Mineralogie interessiert. Aber man kann es noch studieren im Zusammenhang damit. Ja, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann danken wir euch, dass ihr euch vor eurem Studium hier in die Uni getraut habt und euch das eine oder angehört habt. Bodenkunde macht Spaß, vielleicht seht ihr es doch mal als Nebenfach wieder und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit kommen und das Angebot mit zur Exkursion zu gehen, ist natürlich ernst gemeint. Ich würde mich richtig freuen. Einen schönen Abend für euch.